Lebt zu abzugucken oder abgeguckt zu haben, sonst entpuppt ihr euch als frisch geformte Plastikpuppen. Und ihr braucht nicht so ne Fresse zu ziehen, ihr bleibt alles nur Nullen und habt Angst vor dem Bullen, wenn sich bei euch mal ne Session ergibt. Und mir reißt auch der Geduldsfaden bei Battle Rap, wie sie technisch labil zu sein scheint. Sicherheit möchte nicht behaupten, Doppelreime wären fett, aber es nicht mal zu können und sich dann taufen als MC. Aber auf ner echten Rap-Zeremonie waren sie noch nie wie selbstverliebt sind die Wacks. Und nick mir nicht zu, ich seh zu dir keinen Unterschied. Gib zu abzugucken oder abgeguckt zu haben, sonst entpuppst auch du dich als Plastikpuppe. Schade, plastisch, plastisch, elastisch, lass dich verformen so viel du kannst. Yeah. Aber fass mich nicht an. Rap erzeugt in dir Frustbier. Bringe die Klänge der längeren Spannung wie das Zeug, das du schluckst. Du hattest Träume, doch sie platzen wie Seifenblasen am äußeren Druck. Und nun bereust du es, verschleuderst im Puffs das Geld, das du durch Prostitutionen hart verdient hast. Und hoffst auf Anklang, aber niemanden interessiert das. Rapper versuchen krampfhaft ständig neues Live zu bringen, nicht weil es gut klingt, sondern weil ihre Manager das für eine sehr profitable Idee halten. Doch weil sie selber nicht fühlen, verlieren sie schnell die Ausdauer, so wie beim Seilchen springen, das ist der Kreislauf. Sherlock zum Flow verfehlt die Zirkulation. Ihr seid nicht big, ihr seid höchstens die gekürzte Version. Was beim Stehen, ey, für Langeweile. In Zeiten wie diese, das ist sogar so, wie MCs, die wir bei der Stange bleiben. Und die Flagge hochhalten für Rap. Wir repräsentieren unsere Crewmann und der Scheiß ist perfekt, wenn Kid Karuda zu Scratch.